Er keult sich ein. Ich muss auf die Uhr, kurz auf die Uhr. Ich sehe es da oben. Moment. Ach ja, 30 Minuten oder sowas. Lächerlich. Also ich wollte ungefähr 2 Stunden aufnehmen. So lange macht aber die Facecam eh nicht mit. Ach, das mache ich hier im Handy rum. Ich nehme drauf. Hör auf jetzt. Ich schneide ja nicht. Hier ist ja alles drin. Okay. Also das haben wir schon mal für die alte geholt. Die Xavier Naidoo-Samen oder was das war. Gucken wir mal, wer hier wohnt. In diesem Häuschen. Oh, ist zugenagelt. Na klasse, ich habe keine Lust mehr. Boah. Was haben wir hier? Stange Zigaretten? Nein, keine Tasse. Wir ducken uns. Nein, wir speichern nicht und gehen rein. Obwohl ihre Macht im Westen im Laufe der Jahre erheblich abgenommen hat, unterhält die Stelle... Hey! Ich will das lesen jetzt sofort! Okay, ich bin noch versteckt, gut. Kreuzschlüssel, Söldner-Outfit und Terpentin. Geil. Ich bin überlastet, ich habe keine Lust mehr. Ich höre auf mit Fallout. man kann Sachen reparieren. Und schon bin ich nicht mehr überlastet. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Oh, sieht das hier schön aus. Und da soll noch NRM und sagen, dass Atombomben was Schlechtes sind. Was ist das? Ein Staubsauger. Scheiße, ID-Treffer. Ultra der ID-Treffer. Psst. Psst, psst, psst. Ich guck kurz wegen dem Sound. Aber die Musik ist eigentlich so schön. Gerade die Musik ist so geil. Aber ihr könnt's ja eh nicht hören. Ja, ist für'n Arsch. Mal gucken. Die Musik ist trotzdem noch da, das ist wohl die Ingame-Musik. Dann mache ich die Musik wieder an. Ah, Radio, da unten steht's ja. Mal gucken, ob das auch für den Radio gilt. Jetzt bin ich natürlich schon stark gespannt, wie das aussieht, ja. Gucken wir mal. Geht nicht. Weil die Ingame-Musik, die werde ich natürlich drin. Also, die wollen wir ja drin lassen, diese schöne. Ne? Durchschnittlich verschlossen. Kein. Oh, ist ein Problem. Ich bin zu fett. Ich muss die scheiß Tassen wegschmeißen. Ich weiß, ihr wollt die Tassen behalten, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Mit eurer Tasse, do. Ich hab immer nur Killer, behalt die Tassen. Nee. Fallen lassen. Wie viel bin ich denn jetzt noch oben drüber? Was habe ich hier noch? Was habe ich hier noch? Schnell, 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 schnell. Wert, Wert. Irgendwas, wo der Wert sehr niedrig ist und im Vergleich zum Gewicht. Da, Schachbrett. Weg mit dem Scheiß. Nehme ich denn das mit? Pümpel, was? Wie bitte? Ophthalmoskop. Habe ich es richtig gesagt? Sicherlich nicht. Da. Mehl. Also. Achso, und das ist trotzdem noch nicht ausreichend. Ich raste aus. Oh, so ein Nuka-Cola-Truck ist ja wohl gar nicht mal so wenig wert. Okay. Schnell, Kochplatte, brauche ich nicht. Los geht's. Ich kann wieder laufen. Ein Toaster nehme ich mit, zack, voll, fuck. Ich bin so lustig, ich bin so. Das war's schon. Da will ich einmal jemanden ausrauben. Bittertrank. Ja, nehme ich alles mit. Ist mir gerade egal mit dem Karma, das ist mir gerade egal mit eurem Karma, da. So, ich trinke jetzt eh mal was. Ich trinke jetzt ein aufbereitetes Wasser. Oh, war das lecker. Was haben wir da noch? Patronen! Ah, die Patronen wiegen jetzt ja auch was. Ach, und weiß ich, mir fällt gerade ein. Hier, diesen verkackten World Overall kann ich doch. Achso, ich will aber alles verkaufen, ne? Ich bin ja so ein Verkäufer. So ein verkäufender Verkäufer. Kaufkönig. Schnell irgendwas trinken. Irgendwas fortschmeißen. Ich benutze doch eh nie diese Messerkram. Naja, leere Spritze. Wie viel war die wert? 8? Oh mein Gott, komm wieder in meine Tasche, mein Fräulein. Gewicht 0 und ich schmeiße weg. Das ist, als würde ich Geld wegschmeißen. Ich bin ein Assi. Auf jetzt. Warum wiegen denn die Kernspaltungsbatterien so viel? Das kann ja wohl mal gar nicht sein. Das, Geckohaut. Habe ich einfach dabei? Oh, aber wert 50. Okay, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ah, mach ich den Elektroschrott halt weg und Druckkochtöpfe. Gewicht. Ist schon krass, 10. Aber egal, hier noch eine Sache, komm. Hier. Baseball.
Und raus mit uns. Und jetzt verkaufen wir mal was, bevor wir hier irgendwie weiter klauen. Heute ist natürlich Nacht, ja klar. Mhm. So eine Kacke. Ob ihr Doc Mitchell was kauft? Hey Doc, willst du was kaufen? Ich hätte was für dich, nehme ich ein Stück. Gut. Ich habe ein Stück Eigenkot zum Vernaschen für dich, zum Verknuspern. Mr. Doc Mitchell. Wie viel Uhr ist denn jetzt? 8 Uhr. Oh Mann. Ob da noch jemand offen hat, ich bezweifle's. Ich bezweifle's. Nicht? Schauen wir mal. Ich will nur noch schnell diesen blöden Coca-Cola-Truck verkaufen und die ganze Kacke. Ja, du! Kauf meinen Scheiß! Ach, Sie sind's. Doc Mitchell hat Sie wieder zusammengeflickt, richtig? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie sein Haus je wieder verlassen. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen. Auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut angelegt, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. About his ammunition? Erzählen Sie mir also. Natürlich doch. Also, verkaufen. Verkaufen. Wo steht denn, wo steht, wem was ist? Das ist mir, das ist meins, ne, da. Nimm mal bitte mein Vault Overall. Und, also, mein ganzen Scheiß, mein Putzmittel, meine Baseballhandschuhe, der Druckkochtop, der Gecko Eye, der Gecko Haut, nimm alles. Ich will reich werden, bitte. Hammer. Kernspaltungs, die Dinger brauche ich halt, ne? Leere Spritze, die Trucks, der OP-Schlauch, alles. Reinigungsmittelkarton. Warum habe ich das dabei gehabt? Schachtel Zigaretten. Ein Schreckenei. Schreckenvorderbein, das will ich ja wohl noch essen. Ja, jetzt aber mal halblang, mein Freund. Stützbandagen. Ich weiß, ich stand schon oft in der Wüste, ich hab's ja erzählt. Fuck, Stützbandage. Aber ich hab einen Toaster, ich hab echt einen Toaster dabei gehabt. Ich bin ein Tier. So. Was habe ich noch? Vielleicht kauft er gerade einfach noch so ein Fernglas? Wann nutzt man mal ein Fernglas hier? Wahrscheinlich einmal, weil man irgendeiner Frau irgendwo hingucken will, ihr wisst schon. Aber das war's. Aber ich mach sowas nicht, ja? Hey. Ich hab doch jetzt ein Mädchen an der Hand, weißt du? So ein kleines Kind. Komm mal mit. Okay, also Waffen, Kleidung, das war's. Ja, das ist mal. Das Prinzip Masse statt Klasse. Bei dieser Art von Munition muss die Waffe oft gereinigt und neu eingestellt. Oh, ich hab's weggedrückt, aber naja. Erzählen Sie mir mehr über die Waffenmods und Spezialmunition. Das ist natürlich sehr interessant. Zu den Waffenmodifikationen gehören Dinge wie Schalldämpfer, Visiere und größere Magazine. Zur Spezialmunition zählen etwa panzerbrechende Projektile. Richten am Ziel selbst nicht so großen Schaden an, durchschlagen Rüstungen aber leichter. Es gibt auch Hohlspitzprojektile, die den gegenteiligen Effekt haben. Sehr wirkungsvoll gegen ungepanzerte Ziele, aber wirkungslos gegen Rüstung. Muss ich mal anders hinsetzen. Ich rolle immer aus der Kamera raus. So. Ja gut, wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Naja. Der Anführer war ein New Vegas-Typ, ein richtiger Stadtkerl. Er hatte einige Großkarne im Schlepptau, Leibwächter vermutlich. Da sie Gegner der RNK sind, bleiben die Großkarne üblicherweise in ihrem eigenen Territorium, oben im Nordwesten. Ist mir gerade egal. Waren sie schon mal in New Vegas, ist mir völlig egal. Obwohl, vielleicht gibt es ja irgendwelche wichtigen Informationen. Zweimal. Beide Male habe ich viel Schnaps getrunken und fast alle meine Kronkorken am Kartentisch verloren. Ich glaube, so rum stimmt die Reihenfolge. Wenn Sie jemals nach New Vegas kommen, besuchen Sie unbedingt das Gomorrah. Das beste Casino der Stadt. Sie werden es nicht bereuen. Ein Tipp. Benehmen Sie sich. Unter RNK-Feldjägern und den Robotern von Mr. House empfiehlt es sich nicht, auf dem Strip Ärger zu machen. Ja gut, benehmen ist natürlich so eine Sache. Ich würde gerne mehr über Mr. House erfahren. Ja. Tut mir leid, ich weiß nicht viel. Mr. House hat sein eigenes Casino, das Lucky 38. Aber außer seinen Robotern geht dort niemand ein und aus. Die anderen Casinos halten sich an seine Regeln, also ist er vermutlich der Boss von New Vegas. Soviel ich weiß, legt sich mit ihm keiner an. Ich glaube, der Roboter, der sie aus dem Dreck gezogen hat, gehört Mr. House. Und wenn Mr. House sich um sie kümmert, ist das ja nur gut, oder? Na gut, ich weiß nicht. Gibt's sonst noch was, das ich über die Großkarne wissen sollte? Das sind verdammt harte Kerle. Hart, aber nicht durchgeknallt. Wenn man nichts hat, was sie interessiert, lassen sie einen in Ruhe.
Die Großkane handeln mit illegalen Medikamenten. Die meisten Drogen, die einem so unterkommen, wurden vermutlich von den Großkanen hergestellt. Na gut, ich sag's mal so, Walter White und Jesse Pinkman werde ich da auffinden. Genau, geh mal weg, während ich eine verkackte Kasse ausraub. Jetzt speichere ich, weil das Gespräch will ich natürlich nie im Leben nochmal führen mit dem Hans Waschdor. Wow, du hast so viel in deiner Kasse. Du bist so ein reicher Mann. Hey, weg! Wie krass, ich will was klauen, der kommt einfach her. Ich will die schallgedämpfte Pistole haben von dir, du Knilch. Was hast du noch? Vertreter der Woche, zack! Ich klaue sein Zeug und verkaufe es ihm dann direkt wieder. Und dann legt er es zurück in den Laden, das wäre echt ultimativ. Wer hat dann schon wieder meinen Scheiß geklaut? Naja. Hm. Ah, eine Kernspaltungsbatterie, die so viel wert ist. Ich verstecke mich hier in den Balken und zack, versteckt, wie krass. Ich bin echt ein Tier, wirklich. Wow. Jemand hat mich gesehen? Tja. Machen wir hier mal aus, ne? Ich meine aus. Kannst du kurz mal weggehen oder so? Hallo? Versteckt. Ah, wo ist die Pistole? Du Depp! Vor seinen Augen verschwindet einfach die Waffe und er denkt sich, Moment mal, habe ich mal gerade in die Haus geschissen? Tschüss. So, jetzt raube ich noch seinen Kühlschrank aus, weil ich echt ein richtiges Schwein bin. Hat er nicht irgendwo im Boden safe oder irgendwas versteckt? Wo ist sein Geld? Der hat gar kein Geld, wie? Er keult sich ein. Aufhören. Möchten Sie Vorräte kaufen? Aufhören mit dem Scheiß. Was macht dann Jens? Du gehst jetzt nicht raus. Und lässt mich allein in deinem Laden. Er setzt sich hin, ja. War hier noch irgendwas? Nee. Und Vorkriegsbuch? Naja, okay. Ah, halt, da war noch... Da. Rüstungskoffer. Gut. Nehmen wir mit. Was ist da drin? Wahrscheinlich ein Schlauch. Altmetall. Naja. Altes Metall, wer kann das noch gebrauchen? Gehen wir. Gut, ich würde sagen, den haben wir auch schön ausgeraubt. Schön genutzt. Reisende auf der Long 15 beschweren sich in letzter Zeit... Ich will das jetzt vorlesen. Spiel, ja? Das Spiel weiß nicht, dass ich hier voll die interessierten Zuschauer sitzen habe, die gerne hören würden, was auf der Long 15 passiert. Oh yeah. Da möchte ich jetzt rein, aber sofort. Klack! Traurig, dass sie zu schwach für ein leichtes Maschinengewehr sind. Das Extrahändchen für Waffen senkt die Stärkeanforderungen aller Waffen um 2 Punkte. Ist das krass? Oh. Granit. Wow. Seaside. Wow. Achso, ja. Das ist ja der Trick. Immer rein und raus. Zack, 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 zack. Und dann, Oder war das der Trick? Oder muss ich laden? So. Das ist doch rühren, ne? Pouring, oder wie das heißt? Letting. Super. Waiting. Aber man kann immer dreimal. Ah, man hat 4 Versuche. Naja, gut, das ging jetzt schon wieder in den Arsch, der Versuch. Ich wollte gerade mal lauter machen. Vielleicht eine Woche, Partylöwe und Sunset Sarsaparilla. Woo! So. Ich gehe gleich nochmal in der. Ah. Schwer, oh. Jetzt natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier die Möglichkeit hätte, das da unten aufzumachen, mache ich es dann oder mache ich es nicht? Ich denke, das werde ich dann doch schon öffnen, weil das ist wirklich schwer, das könnte dauern. So. Garbage. Wow. Nehmen wir mal. Waring. Ja. Komm schon, vielleicht Farming. Farming ist es bestimmt. Oder Faring. Ich weiß es nicht. Faring. Nein! Ach, scheiße! Und jetzt kann ich es nicht wegdrücken. Das ist natürlich ein ganz gemeiner Trick der Entwickler, ja? Aber gut. Wir schaffen das. Bleibt es jetzt bei diesem Waring-Faring-Scheiß? Nee, ne? Cutting!
Wow, eins. Requiring. Melting. Gehen wir erstmal weiter und eskalieren hier ein bisschen. Hallo, ich will in die Nische. Gucken wir uns nochmal an. Hey, ich will mich angucken. Moment, das geht irgendwo. Wo geht denn das? Ah. Sehen wir arg behindert aus? Bitte nicht.